Heute ist der 31. Mai des Jahres 2022 und genau heute hat hier hinter mir der neue, alte Verkehrsknotenpunkt unter Fahrlach Klinikum bzw. der S-Bahnhof neu eröffnet. Ich war hier ja schon die letzten Monate während der Bauarbeiten. Heute ist er eröffnet. Ich dachte mir, nachdem ja morgen der große Andrang auf Busse und Bahnen folgt, werde ich heute nochmal am Eröffnungstag ganz entspannt hier aussteigen und mir diesen Haltepunkt kurz anschauen. Ich hatte die 20 Minuten zwischen der 10.59 Uhr und der 11.21 Uhr S-Bahn für ausreichend gehalten, um sich den neuen Haltepunkt Fürth Klinikum an der neuen S-Bahn-Strecke anzusehen. Schließlich erwartete wohl niemand etwas besonders architektonisch Außergewöhnliches oder Beeindruckendes. Es ist eben ein Haltepunkt, auch wenn er in der Tat ein wenig lieblos wirkt. So gibt es etwa keine großen S-Bahn-Symbole und auch die Aufzüge schienen noch nicht in Betrieb gewesen zu sein. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten jedoch erfüllt der neue Haltepunkt Fürth Klinikum seinen Zweck, den der alte Bahnhof unter Farnbach früher erfüllt hat. Nur in besser, da nun die S-Bahnen auf einem eigenen Gleis unterwegs sind und damit unabhängig vom restlichen Zugverkehr fahren, was langfristig einen dichteren Takt ermöglichen soll und bereits heute einen zuverlässigeren und störungsfreieren Betrieb auf allen Zugtypen zwischen Nürnberg und Bamberg ermöglichen soll und wird. In der Theorie zumindest. Denn die 20 Minuten waren durchaus ausreichend, jedoch... Moment. Der hätte da hinten gekommen, oder? Ist er durch? Okay. Das wundert mich jetzt aber, da stand auf dem Fahrplan nämlich, dass die hier eigentlich halten sollte. Hier steht, dass die 11.21 Uhr ja hier eigentlich halten sollte, aber sie ist durchgefahren. Und so konnte ich zumindest am Eröffnungstag noch keine S-Bahn am neuen S-Bahnhof besteigen, sondern nahm vielmehr die U-Bahn zum Hauptbahnhof, von wo ich den schnellen Regionalexpress nach Erlangen nahm und dabei feststellte, dass auch die alten DT1 unterwegs sind. Aber auch das, so denke ich, wird sich in Zukunft geben. Sind eben die Startschwierigkeiten, die quasi zu einer derartigen Eröffnung dazugehören. Und es ist davon auszugehen, dass schon in ein paar Wochen bis Monaten hier alles laufen wird. Am Bahnhof Unterfahrnbach. Unterfahrnbach? Die Umbenennung des Bahnhofs Unterfahrnbach in Klinikum und die Darstellung auf dem Fürther Liniennetz als großen Kasten weckte große Erwartungen in vielen. Am neuen Haltepunkt Klinikum sollten also die U-Bahnen und die S-Bahnen nun auch symbolisch miteinander verknüpft werden. Umso enttäuschender und unbegreiflicher ist, was man in der VGN-App aus diesem Haltepunkt machte. Okay, das ist jetzt ein kleiner, spontaner Einschub während des Schneidens. Mittlerweile wurde das Problem tatsächlich behoben. So stellt sich die Situation heute tatsächlich dar, so wie man sich es vorgestellt hat. Das war auch nur eine Startschwierigkeit. Ich hoffe, man hat meine kritische Auseinandersetzung mit dem Haltepunkt Klinikum unter Farnbach genossen, denn bereits beim Ablesen des Skripts habe ich festgestellt, dass ich es nicht mehr so fühle wie früher. Denn es ist nun mal so, dass dieser Kanal nicht mehr in mein aktuelles Leben passt. Schließlich war der Kanal immer eine Ablenkung. Ich hatte mich mit diesem Kanal in einer relativ traurigen Zeit meines Lebens abgelenkt, muss jedoch mittlerweile sagen, dass es mir viel besser geht, dass ich ein viel erfüllteres und ausgeglicheneres Leben habe und keinen Bedarf mehr habe, meinen Kummer in Form von Nahverkehrsvideos abzulenken. Paula, du weißt genau, wie ich das meine, ihr tut mir gerade wirklich extrem gut. Es gibt da so viel im Hintergrund, was auf diesem Kanal niemals thematisiert werden wird, da es ein reiner Nahverkehrskanal ist. Was ich hier nur sagen möchte, ist, dass ich keine Zeit und keine Lust mehr habe, 8 Stunden an einem Video zu schneiden, an einem aufwendigen Video. Das letzte Video dieser Art war, warum Nürnberg eine automatische U-Bahn hat. Und das wird tatsächlich dann auch das letzte Video dieser Art gewesen sein. Ich werde noch ein letztes Mal mich vor den Computer sitzen und mir 6 Stunden hier dieses Zeug zusammenschneiden, solange wird es dauern mit meinem langsamen Laptop, und mich danach wieder fragen, was ich mit meinen 6 Stunden gemacht habe, in denen ich auch sinnvollere Dinge hätte tun können. Aber ich tue es, weil ich diesen Kanal auf eine würdevolle Weise beenden möchte und dieses Thema Unterfahrnbach Klinikum eben schon immer thematisieren wollte, wenn der Haltepunkt endlich eröffnet wird. Das heißt natürlich nicht, dass der Kanal komplett aus der Welt ist.
Schließlich habe ich immer noch einen Haufen Trainspotting-Videos bereits gemacht. Content ist ausgesorgt für die nächsten Monate hier, was Trainspotting an der Strecke stehen und labern betrifft. Das wird weiterhin kommen. Nur diese außergewöhnlichen, ausführlichen Videos kommen jetzt erst einmal nicht mehr. Genau, und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Mit dieser wunderschönen Aufnahme einer S-Bahn in den Fürther Hauptbahnhof.